das war alles Teil eines großen Plans. Dass dort ein Krieg entsteht, völlig unkontrolliert vom Westen, und der dann für Menschen, dafür sorgt, dass Menschen fliehen. Und dann man eben. Nein, der Westen hat mit Gaddafis Sturz überhaupt nichts zu tun. Nein, also die französischen Kampfjets, die waren da zufällig. Die waren da nur zufällig. Da steckte gar kein Plan, hinter Gaddafi zu stürzen oder so. Nein, nein. Und diese E-Mails von Hillary Clinton, die geleakt wurden, wo sie ja zugegeben hat, dass es auch darum ging, Libyen als wirtschaftliches Vorzeigemodell zu zerstören. Ich meine, Libyen war ja ein relativ reiches Land durch die Öleinnahmen, hatte auch große Devisenreserven, dass es darum ging, dieses ja vom Westen unabhängige Land zu zerstören. Was? Da alles nur Verschwörungstheorie. Also auch wenn es mittlerweile von überher eigentlich bestätigt ist. Eben die Menschen dann vor der Haustür hat und man sich überlegen, okay, was macht man jetzt und dann eine Entscheidung treffen muss, das gibt's halt nicht in dem Kopf von so einem Verschwörungsideologen. Es muss halt immer irgendwie am Ende unter der Kontrolle von eben dieser Elite sein. Dann an der Stelle, hey, schau mal, die haben noch nie was geleistet für dieses Land und jetzt nehmen sie sich alles das weg, was unsere Vorfahren erarbeitet haben. Toh, sowas, aber das ist ja die 1:1 die Erzählung der AfD und der CDU. Ja, die kleinen Paschas, die einfach am Topf naschen und jetzt wir da bezahlen Flüchtlinge, aber sie tun nichts für diese Dinge. Und das ist kein Vorwand gegen Flüchtlinge in Wirklichkeit, sondern ein Vorwand gegen das Sozialsystem. Und wenn du mit AfDlern redest, und dann wirst du feststellen, dass sie dir sagen werden, ja, man muss natürlich das Sozialsystem abschaffen, weil dann werden die Flüchtlinge nicht mehr kommen und dann bla bla bla, dies, das. Ja, ja. Also die AfD ist so neoliberal wie keine andere Partei. Richtig. Und der Punkt ist... hat mal was Richtiges gesagt. Das ist mein ganzes Ding. Ich glaube, dass das... Ja, aber das nutzen sie nicht zur Hauptkritik der AfD, sondern sie sagen dann immer, ach, die AfD, die ist rechts, Nazi, ganz, ganz böse, ohne da meistens konkrete Belege zu nennen. Und dann kommen irgendwelche im Kontext gerissenen Zitate von einzelnen Politikern. Also so sollte man nicht die AfD kritisieren. Aber dass sie neoliberal ist, das ist ein guter Punkt. Den kann man mal bringen und den kann man auch mal ausführen. Also beispielsweise setzt sie sich gegen einen Mindestlohn von 14 Euro ein. Das haben Erwin und ich in einem Talk ja schon mal vor längerem besprochen. Also findet man auch auf meinem Erstkanal. Das hier wird ja auf meinem Zweitkanal erscheinen. Ja, mit all dem kann man sich auseinandersetzen. Aber ja, dieses, die AfD ist böse, die AfD ist rechts, die ist sonst, damit überzeugt man erstmal keinen und man macht sie zweitens lächerlich. Einfach ihr Playbook ist. Ich glaube, dass das ist, was sie gerade versuchen durchzuziehen. Ich glaube, das ist ihre Klassenkampfstrategie gegen uns. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nur eine Mutmaßung. Nate wundert sich gerade, Mod zu sein. Ja, ich habe ganz viele Leute aus dem Proletopia-Chat einfach mal zu Mods gemacht, weil ich keine Lust hatte, hier dauernd irgendwelche Leute, die neu reinkommen, zu Mods zu machen, weil ich davon ausgegangen war, dass unsere Zuschauerschaft sich doch sehr überschneiden wird. Und rein zufällig kommt man dann am Ende aber zu der Lösung, dass man die Grenzen zumacht und die Ausländer raus sind, oder was? Ist Dara auch Mod? Was zumachen? Sollen wir Dara zum Moderator machen? Oh ja, das Ein Moderator, ein anderer Moderator und bann? Nein. Nur der Streamer. Dann ist nur der halbe Chat gebannt, dann ist nicht der ganze Chat gebannt. Ist doch so, Dara bannt doch jeden, der auch nur leiseste Kritik äußert. Also ich wurde in Daras Chat auch schon gebannt. Also, wirklich? Ja, ja, ja. Was hast du Schlimmes gesagt? Was ich Schlimmes gesagt habe, ich habe eigentlich vor 2 Jahren, das war so eine Diskussion über so ein Paper und da gab es halt so ein Spektrum, wo die Varianz, so, keine Ahnung, was da genau aufgetragen wurde, irgendwas, woran man erkannt hat, dass es halt 2 Geschlechter gibt. Also es gab ein Maximum für die Männer, ein anderes Maximum für die Frauen. Ist jetzt schon länger her, deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, was da gemacht wurde. Und ja, da habe ich geschrieben, man sieht 2 Maxima, also 2 Geschlechter. Da wurde ich automatisch gebannt. Also kaum hatte ich das geschrieben, war ich gebannt. Also entweder die haben meinen Namen gesehen und ach, der war doch bestimmt mal bei Proletopia am Talk, weg mit dem. Oder die haben keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also ich war ziemlich schnell gebannt da. Daraufhin kann natürlich nur ein Bann folgen. Ich wollte euch gleich noch was zeigen, wenn mein Internet hier mal mitmacht. Nein, mein Internet macht nicht mit. Jetzt wieder. Verbindung verloren, verbinde erneut. Ja, mein Internet macht gerade nicht mit. Wartet kurz.
Ja, der Stream läuft, die Aufnahme läuft, es ist alles gut. Es geht weiter. Ich wollte mal bei Dara. Es gibt nur zwei Streamer. Ich wollte mal bei Dara mit meinem Erstkanal einen Kommentar schreiben, ob ich. Und dann. Was wollen wir Dara denn mal für einen netten Kommentar schreiben? Hast du einen Vorschlag? Da können die Zuschauer mal schauen, ob wir. Ob ich bei Dara in den Kommentaren freigeschaltet oder gebannt bin. Du kannst ja noch ein bisschen überlegen. Ja, ich überlege. Ich bin sehr gespannt, ob ich da gebannt bin oder nicht. Beziehungsweise nicht mehr reinkommen können, damit der Plan der Elite durchkreuzt wird. Also, okay, am Ende ist das ja Teile und Herrsche. Ja, da gibt es die Obrigkeit und die macht Teile und Herrsche, damit sich das Volk nicht vereint. Okay, was ist jetzt Proletopias Lösung? Ja, wir schicken halt den einen Teil des Volkes weg und dann eben mit der Hälfte des Volkes gehen wir dann gegen die da oben. Das klingt nach einer Winning Strategy, anstatt sich mit den Menschen zu vereinen, die dort kommen, dafür zu werben. Am Ende des Tages. Es geht nicht darum, wen wegzuschicken. Es geht einfach darum, darum, Migration zu begrenzen. Also die zu uns kommen, die zu regulieren. Nicht Leute, die schon da sind, wegzuschicken, die hier illegal hier sind. Also das ist schon wieder dieser Strohmann. Auch ihr wollt, deutsche Staatsbürger in ihre Staatsbürgerschaft wegnehmen, was ja in Teilen der AfD, hatten wir ja letztens bei Schlomo gesehen, tatsächlich diskutiert wird, was aber kein Linker fordert würde. Also wer deutscher Staatsbürger ist, ist deutscher Staatsbürger. Wenn aus wirtschaftlichen Gründen hier ist, dann kann man drüber reden. Also sollte der hier nach Deutschland kommen oder nicht? Und wer über das Asylrecht herkommt, das ist nochmal was anderes. Asylrecht ist nämlich ein Grundrecht, was sogar im Grundgesetz steht und was man natürlich auch einhalten muss. Also das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Und auf diesem Fundament können wir dann darüber diskutieren, wie streng wir Migration begrenzen wollen oder eben nicht. Die Frage ist halt immer so den einfachen Weg gehen. Anstatt eben gegen Fremdenfeindlichkeit zu argumentieren, versucht man irgendwie Fremdenfeindlichkeit in ein linkes Narrativ einzubetten, damit man eben nicht sich mit aggressiven Rechtsradikalen da draußen auseinandersetzen muss, sondern die irgendwo mitnimmt. Und dann am Ende fühlt man sich dann wohl, weil man kann ja immer noch so tun, als würde man linke Politik betreiben. Aber in Wirklichkeit gehst du halt eben den einen. Hey, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir können da mal sagen, wieso er immer gegen friedensbewegte Linke geht. Oder? Ja. Ja, ja. Warum diffamierst du friedensbewegte Linke als Verschwörungstheoretiker und Schwurbler? Fehlt ein Du. Ja, oh Gott. Ich mache super viele Flüchtigkeitsfehler, das muss ich wirklich sagen. Hatte gerade einen 3-Stunden-Talk hinter mir, aber passiert mir auch sonst häufiger. Klingt nach einem Fiebertraum. Ja, und wir können gleich mal gucken, ob dieser Kommentar, den ich mit meinem Erstkanal mache, oh Gott, jetzt habe ich Schwurbler, oh Gott, ich sage ja, ich mache total viele Fehler. Warum diffamierst du friedensbewegte Linke als Schwurbler? Oder du und diffamierst tauschen. Gott, bin ich. Ich sag ja, ich mache total viele Flüchtigkeitsfehler. Ja, der Akitator, der hat auch einen Kommentar bei mir geschrieben, aber das war natürlich wieder Schwurbel, deswegen habe ich den dann gelöscht, weil macht ja keinen Sinn. So, ich friedensbewegte Linke als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker kommentieren. So, der Kommentar scheint abgeschickt. Steht jedenfalls hier. Schauen wir jetzt mal an, was. Jetzt einen Counter stellen. Ja, kein Counter stellen. Wir stellen auf Neueste zuerst. Der Kommentar ist nicht zu sehen. Oh. Okay. Der muss erst moderiert werden. Gut, kommentieren wir jetzt mal was Harmloses. Und schauen das jetzt mal nach. So. Ja, ich bin auf Daras YouTube-Kanal gebannt. Ich bin auf Daras YouTube-Kanal gebannt. Hier habt oder Dara, das ist die andere Möglichkeit, jeden Kommentar einzeln frei. Halte ich für unwahrscheinlich. Ihr könnt ja mal unter Daras Video gehen und hier nette, sachliche Kommentare
abgeben, ja, sowas aber nicht zum Beispiel mobben. Wie, hör auf mit der antideutschen Hetze gegen Linke, also solche sachlichen Kommentare, die, wie ich sie hier abgebe, und ja, Dara Kritik für das, was er hier macht, geben. Oder mal ihn auffordern, andere Leute endlich zu entbannen. Also das scheint er ja mit mir gemacht zu haben, wenn hier, zwei Kommentare habe ich geschrieben, beide bis jetzt noch nicht durchgekommen. Wir können ja nochmal aktualisieren. Und ich glaube auch nicht, dass YouTube die beide automatisch gelöscht haben wird. YouTube löscht manchmal automatisch Kommentare, aber zwei Kommentare hintereinander, vor allem einen von den beiden völlig harmlos, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr könnt ja mal probieren, kritische Kommentare abgeben und dann mal schauen, wie Dara damit umgeht. Beziehungsweise nicht mehr reinkommen können, damit der Plan der Elite durchkreuzt wird. Also, okay, am Ende ist das ja Teile und Herrsche. Ja, da gibt es die Obrigkeit und die macht Teile und Herrsche, damit sich das Volk nicht vereint. Okay, was ist jetzt Proletopias Lösung? Ja, wir schicken halt den einen Teil des Volkes weg und dann eben mit der Hälfte des Volkes gehen wir dann gegen die da oben. Warte. Oh, jetzt habe ich die Kanäle vertauscht. Sorry. Wir hatten ja hier geguckt. Okay. Einfachen Weg, weil schwer ist es natürlich gegen Fremdenfeindlichkeit zu argumentieren und zu diskutieren, weil da kriegst du natürlich es dann eben mit den Rechten zu tun, die das gar nicht mögen. Ihre ist, dass du sagst, die holen die Geflüchteten hierher und haben sich sozusagen, dass da ist ja dann irgendwie auch so ein, das schwingt ja auch mit, dass die sich irgendwie so abgesprochen haben, dass sie die irgendwie herholen, um unseren Sozialstaat kaputt zu machen. Glaubst du, dass die More Pelleros Society ist eine Verschwörungstheorie. Ich meine, die Reichen würden sich niemals absprechen, um irgendwie den Sozialstaat zu zerstören. Die haben auch kein Interesse, außer schön auszuschauen oder so. Also. Ja, die wollen auch nicht in der beispielsweise europäischen Konkurrenz gegen andere europäische Länder beim Lohnniveau näher konkurrieren. Nein, sowas wollen die nicht. Ich bin reich und das reicht jetzt erstmal für diese Generation. Ob meine Kinder, ob es denen einmal so gut geht, wird wie mir, ach, das ist doch nicht so wichtig, ja. Okay. Ja, also ihr merkt, hier wird jeder ökonomische Sachverstand zur Seite geworfen. Natürlich hatten Kapitalisten Interesse daran, immer reicher zu werden, vor allem in Konkurrenz zu anderen Kapitalisten. Also Marx hat ja schon geschrieben, ein Kapitalist schlägt hier 100 tot. Dass sie sich nicht absprechen. Also erstmal ist es ja auch falsch, zu sagen, die Kapitalisten haben ein Interesse, dass der Sozialstaat verschwindet. Es ist natürlich, einige Kapitalisten sehen das so. Das ist doch ganz direkt die Theorie des großen Austauschs. Ich sehe eigentlich nicht einmal, wo da die Einbettung in links stattfindet. Ja, das ist ja das Ding. Er nimmt halt praktisch die Verschwörungstheorien von rechts und gibt dem Ganzen halt irgendwie einen linken Spin. So, die Welche Verschwörungstheorien? Also er hat gerade den großen Austausch genannt. Also dass die ethnische Zusammensetzung Deutschlands ganz gezielt geändert werden soll. Also ich finde diese Theorie auch nicht sonderlich überzeugend. Also diverse. Ja klar, weil das, was ja die Verschwörung ist, ist ja, weil irgendwer glaubt, dass Menschen mit einer anderen Ethnie oder so, dass die anders wählen würden. Also, dass man gezielt Wahlverhältnisse ändern will. Wenn du Afghanen hierher holst, dann sind die eher konservativer. Das heißt, die würden wahrscheinlich nicht die Grünen wählen. Durchschnittlich natürlich. Aber Psst. Nein, das sind Ausländer und deswegen sind die links. Ja, das ist ist die Denke von diesen Leuten. Ja, aber auf der anderen Seite von den Rechten, dieser große Austausch, hier wird die ethnische Zusammensetzung verändert. Also, dass man ethnische Konflikte schürt, dass man Gruppen gegeneinander ausspielen will, sehe ich auch so. Aber dass man hier jetzt, ja, also mir wurde das zumindest von keinem Rechten völlig logisch vernünftig hergeleitet, wieso hier bestimmte Leute die ethnische Zusammensetzung Deutschlands verändern wollen und vor allem in welche Richtung sie verändern wollen. Deswegen sehe ich diese Theorie des großen Austauschs auch sehr skeptisch. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei diesem Migrationsthema. Das nervt ja. Also darüber können wir reden, wenn wir wieder auf Schlomo reagieren oder was weiß ich wen. Also die Rechten kennen ja sowieso kein anderes Thema. Manchmal reden sie noch über die Woke-Ideologie, aber meistens geht es nur um Migration, um nichts anderes. Als ob das jetzt das große Überthema wäre, das alles in Deutschland überlagern würde. Also als wenn die, also um mal ein Beispiel zu nennen, die Migranten sind nicht daran schuld, dass letztes Jahr die Reallöhne um 4% eingebrochen sind. Daran ist der Wirtschaftskrieg gegen Russland schuld. Also das ist meiner Meinung nach das große Thema, was wir gerade haben. Diese
Ja, aggressive westliche Politik gegenüber Russland, gegenüber China, die hier zu einer weiteren Massenverarmung und Deindustrialisierung führen wird, wenn man nicht endlich umkehrt. Ach halt, das ist ja wahrscheinlich auch eine Verschwörungstheorie, wenn ich da richtig zugehört habe. Ja. Sind eigentlich alle Verschwörungstheorien rechts? Das würde mich schon interessieren. Also, denn diese Wokies, die versuchen haben ja zu erklären, dass immer alles rechts ist. Also, da wollte einem gerade erklären, rechte Verschwörungstheorien. Ja, was sind denn rechte Verschwörungstheorien? Okay, großer Austausch von mir aus noch, aber das, was ich gerade erzählt habe, ist auch da ja auch eine Verschwörungstheorie. Obwohl man es ja empirisch beobachten kann. Ich meine, die Deindustrialisierung, die lässt sich ja in den Daten vom Statistischen Bundesamt für die Produktion der energieintensiven Industriezweige ablesen. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Aber das ist ja auch eine Verschwörungstheorie wahrscheinlich. Also, ja, sowohl. Zumal, also Verschwörungstheorie ist ja sozusagen, also eine rechte Verschwörungstheorie ist es dann, wenn dieser Narrativ eben den Rechten nutzt. Aber wenn es den Rechten nutzt, dann würde das ja bedeuten, dass sie von Interessen geleitet sind und nicht Idealisten sind. So wie es ein Dara eben eigentlich glaubt. Ja, vor allem diese Wokies, die sagen ja, die Rechten arbeiten gegen uns. Also jede Verschwörung, also jede politische Ansicht, die nicht dem entspricht, was wir predigen, das ist eine Verschwörungstheorie. Also so argumentieren sie ja letztendlich. Also selbst wenn du sagst, ja, bei dieser Transgeschichte, da gibt es schon mächtige Organisationen wie beispielsweise die Human Rights Campaign, die sich dafür einsetzen, die vom Großkapital in den Vereinigten Staaten finanziert werden. Und die putten das, die sorgen dafür, dass das in immer neue Rankings, in diese ESG-Scores reinkommt. Also, das ist eine Verschwörungstheorie. Also, das wird doch nicht von irgendwem gepusht. Ja, man hat die Organisation, man hat die Agenda, man hat die Spender, aber es interessiert die Wokies einfach nicht. Also, hier merkst du, dass die Realität für diese Leute wirklich keine Rolle spielt. Kein Pferd im Rennen habe. Natürlich ist es mir nicht egal, wenn die AfD bei euch gewinnt und die ganzen armen Leute bei euch gefickt werden. Natürlich ist mir das nicht egal. Aber der Punkt ist das Argument, du verstehst das Argument nicht. Das Argument ist, dass ich nicht versuche, Sarah Wagenknecht an die Macht zu bringen. Das war das Ja, Argument. womit stimmt er nicht bei Sarah Wagenknecht überein? Sag mir das mal. Das Argument, das Eigentliche. Dass ich als Oh. Beobachter eigentlich eine andere Das ist Rolle der habe, Teil, als den er die, die nicht mir versteht. unterstellt wird. Das war mein Punkt. Und nicht, dass ich, dass es mir egal ist, ob ihr einen Adolf, natürlich ist mir fucking. Sie beiden sind einfach Bad Faith. Was soll man dazu sagen? Sie interpretieren das, was Politopia hier gerade gesagt hat, böswilligst genug, als dass sie, ja, sie gehen darauf natürlich nicht sachlich ein. Ja, es ist immer die Metaebene quasi. Man muss Politopia widersprechen, denn es ist wichtig, dass man ein Zeichen setzt gegen solche Verschwörungstheoretiker. Ja. Sturmhaube wegen des Mindestlohns, du schreibst es Oh, gerade hier. Stürmhaube! Vor Einführung des Mindestlohns war die Tarifbindung wesentlich größer und die ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. Das ist das Problem. Das Problem ist die sinkende Tarifbindung und der Mindestlohn ist auch nur ein Instrument, um Einfluss auf die Lohnpolitik zu nehmen. Da gibt es noch andere Instrumente. Wie gesagt, das Stärkste wäre halt eine höhere Tarifbindung. Dann könnte man das größtenteils den Gewerkschaften überlassen. Aber solange du eben eine sinkende Tarifbindung, eine schwächere Verhandlungsmacht der Gewerkschaften hast, musst du da anderweitig gegen intervenieren. Entweder indem du die Konjunktur belebst und für Vollbeschäftigung sorgst, also das fände ich am besten, da würden die Löhne auch steigen, oder halt direkt mit so etwas wie einem Mindestlohn. Also dadurch wurde der Mindestlohn überhaupt erst nötig, dadurch, dass die Gewerkschaften halt immer mehr an Macht verloren haben. Er hat eben buchstäblich gesagt, dass seine Positionen immer gleich geblieben sind. Das hat er buchstäblich eben gesagt. Ich weiß nicht, was seid ihr denn für Fanboys, die da, also er ist ja praktisch das, also ihr seid ja praktisch für ihn, was er für Sarah Wagenknecht ist. Das ist ja also auch echt traurig. Also, dass ihr dann hier in dem Chat hockt und auf Teufel komm raus irgendwie ein Proletopia verteidigen wollt. Das wirkt auch so, dass man da versucht, anscheinend seine eigene Identität und parasoziale Beziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Nicht egal, ob ihr einen Adolf habt. What the fuck? Ja, Das selbstverständlich ist mir das nicht egal. aber wieso sagst du denn dann sowas, dass dich das einfach interessieren würde? Da Wo würdest kritisierst du ihn denn, Quassel-Kurka? Wo kritisierst du ihn? so, Natürlich würde es mich interessieren, wenn die AfD an die Macht bei euch kommt, was sie machen würde. Natürlich dann, würde mich das, würde es mich wenn nicht sie den interessieren. Adolf machen, dann kannst du um dein Leben rennen. Adolf, oje. Da Na kannst du ja, doch klar. nicht einfach.
Ja, das war natürlich ein bisschen überspitzt dahergesagt von Proletopia, wie das in einem Livestream super so, schon, nun mal so ist. Aber die Wokies, die haben das natürlich alles fein zusammengeschreibselt, was Proletopia da gesagt hat, diese Aussagen völlig aus dem Kontext gerissen und jetzt versuchen sie das böswilligst möglich ihm an den Kopf zu werfen. So geht man übrigens Ja, in eine Proletopia Debatte. will Nazi-Herrschaft. Ganz einfach. Ja, Zack. definitiv. Das ist. Ja. Also ihr merkt's, also diese Wokies sind nicht an der normalen Debatte interessiert, sie wollen Proletopia öffentlich fertig machen, sie wollen ihn unmöglich machen. Das ist das Ziel dieser Debatte. Neitan hat das zum Glück nicht sonderlich gut geschafft, aber ja, die haben schon sehr viel Mühe da reingesteckt. Einfach hinstellen und sagen, ja, das finde ich aber interessant. Vielleicht machen die ja auch den Adolf. Das Ich gucke ich finde mir es trotzdem. als unbeteiligter Schau, Beobachter einfach mal so an. ich glaube nicht, dass sie den Adolf machen können. Zumindest nicht jetzt, weil Wird schon schief gehen. kann er ihnen das nicht erlauben werden. Aber ansonsten, ja, ich habe das einfach nur so gesagt. Das war einfach nur so. Ich finde, dass seine Ansichten bezüglich der Machtstrukturen der Welt drüber sind und dass die Eliten uns nicht alle abschlachten wollen und noch viel mehr. Ja, und warum schätzt du ihn dann überhaupt? Das ist buchstäblich der Kern seines gesamten Aktivismus ist. So, warum überhaupt ihn in irgendeiner Form unterstützen dann? Eine Aussage, du verstehst das doch. Ich habe es dir gerade erklärt. Du verstehst doch, Wie was ich gerade gesagt habe. wieso sagst du, das sind keine Nazis? Merkst du, was jetzt passiert? Also, Nee. man muss ja verstehen, dass dieses Gespräch, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, ja, das mit Gespräch, weil im Grunde genommen, Naitan lässt sich dort einfach zum Sprachrohr seiner Bubble machen und wird mit Talking Points gefüttert, die er einfach nur, wie sie es sagen, reproduziert. Also das heißt, er liest einfach diese Talking Points vor Das meinst und du, ja. ja, und das heißt, die Sachen, die er sagt, sind nicht organisch, weil er gerade mitdenkt. Das ist sozusagen nicht die Person Naitan, die ihre eigenen Ansichten mit denen von Proletopia abgleicht, sondern das ist die Person Naitan, die die Aussagen von anderen nimmt und sie Proletopia entgegenschmeißt und dann die ganze Zeit darauf wartet, dass jemand anderes einen gescheiten Satz ihm vorlegt, den er dann geben kann. Das heißt, er macht sich einfach zu einer Puppe sozusagen, zu einer Handpuppe dieser Woke-Bubble. Ja, sie haben eine Ideologie, sie arbeiten als Kollektiv. Das können die Wokisten tatsächlich ziemlich gut. Das hast du gerade treffend analysiert. Also das kann man nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, wenn sie zusammenarbeiten würden, um sachliche Argumente zu finden, dann wäre das ja auch gar nicht schlimm. Aber sie arbeiten eben zusammen, um Proletopia unmöglich zu machen, um ihm hier in alerter Manier irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen. Also da kann man froh sein, dass die nicht jetzt original irgendwas von Alerta genommen haben, denn wenn man die Zitate, die der rausgesucht hat, die wirklich völlig aus dem Kontext gerissen sind, wenn man die nimmt, dann könnte man Proletopia wirklich hier als ja, rechtsradikal hat Alerta ihn ja sogar schon bezeichnet, darstellen. Also da gibt es ja noch abgespaced drin. Das war das, was Alerta ihm hier an den Kopf geworfen hat, ja noch harmlos. Aber das, was Dara ihm hier außerhalb eines Gesprächs in den Kopf wirft, geht ja schon deutlich drüber um Proletopia und Dara hat auch vor. Ich glaube, einem Jahr war es mittlerweile ein Gespräch und das werden wir uns irgendwann auch noch ansehen. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wenn wir Zeit haben, wenn wir gerade nichts zu tun Ja. haben, dann werden wir uns auch noch dieses Proletopia-Dara-Gespräch noch mal anschauen, denn das ist wirklich zu Yay. köstlich. Du kannst auch wieder dabei sein, wenn du möchtest. So ist es nicht. Wuhu. Also ganz ehrlich, mit irgendwem zusammen sich Dara anzuschauen, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist sowieso schon so ermüdend. Geteiltes Leid. Was heißt, nein, das ist ja schon lustig, was er sagt. Also wir haben uns letztes Mal hier wirklich, wir haben eine 1,5 Stunden auf Dara gegen Wank nicht reagiert, wir haben uns schon so, es war schon witzig, der Stream. Also so ist es ja nicht, wenn man auf diese Walkies reagiert. Das ist ja schon, ist ja so ähnlich, wie man auf Shuyoka reagiert, wobei man bei Linke Shuyoka lernt. Basisarbeit. Auf Shuyoka reagieren ist linke Basisarbeit, ja. Ja.